Müssen wir dann dein Auto reparieren müssen und dann sagen, ja, sorry, hab keinen mehr. Sag mal, was ist denn dir passiert? Ja, ich bin auf was hingegen. Gleich, haha, Überfall. Haben Sie vielleicht ein Toolkit dabei? Ja, warten Sie mal kurz. So, repariere ich ihm kurz den Geländewagen. Dankeschön. Auf ein SUV. Ja, kein Problem. Oder? Das ist ein Geländewagen. Mhm. Der Typ baut gerade irgendwas mit Metall auf seinem Schreibtisch rum. Was hatte er seinen Sound an? Man hat nur so irgend so eine Dose oder sowas gehört. So, bitteschön. Dann viel Spaß noch. Habe ich jetzt abgeschlossen? Ja. Ich habe durch das Reparieren Leben verloren. Ich fühle mich leicht verarscht. Wo bist du jetzt live? Ein Kilometer vom Verkäufer entfernt. Noch geradeaus, weil ich bin aber ohne Sprint extra gefahren, also ohne Speed. Weil ich nicht, wenn will ich nicht alleine ausgeraubt werden. Natürlich. Der Typ fährt hinter dir her. Oder in deine Richtung. Hinter mir. Der will mich verfolgen oder was? Der will mich ausrauben. Der hat doch keine Waffe gehabt, also ist mir doch egal. Ja. Ja, jetzt kann ich die, ja. Durch die Unterbesetzung des Heeres kann ich derzeit zu längeren Wartezeiten. Ja, dem habe ich jetzt schon vom THW gerettet. Oh je, yeah. Bist du auch den Feldweg gefahren? Ja, wenn du mal hier lang fährst, ist so ein Footballstadion, so ein Laufstadion. Das Stadion ist das, wo man in King of the Cavalla rot spawnt. Naja. Ah, ich fahre gerade die ganze Zeit im Kreis mit meinem LKW auf dem Laufspuren. Cool. Also es gibt richtig geiles mit Stühlen gibt es da sogar. Wow. Stühle. Stühle, Karl. Stühle. Ein SUV hat mich gerade rechts überholt. Ja, ich sehe ihn. Geländewagen sehe ich gerade. Ich bin gleich bei dir. Schwarzer SUV. Den müssen wir jetzt mal gucken. Wenn man dich nicht ausraubt, mir das Schnucke. Da ist ein Quad-Tür, da fährt ein Quad lang. Das habe ich noch nicht gesehen. Die schießen auf mich! Das ist ein Laufschnucke. Ruf die Polizei, ruf die Polizei! Dein Auto ist vergesichert, ne? Vergesichert. Scheiße. Lebst du noch? Ja, ruf die Polizei zum Glashändler. Bist du am Glashändler schon? Nein, ich bin an dieser Garage mit Sternchen. Kannst du in die reinfahren? Ich kann nicht, nehmen. Ich ruf Polizei schon. Ich bin weit weg. Alter, mal gut, dass ich die Aufnahme gestartet habe. Ich hab nichts gehört. Deren Waffen sind aber anscheinend zu schlecht. Ich bin jetzt an diesem Stadion. Nein, fahr nicht weiter. Ich muss aussteigen. Ich hab nicht meine Waffe, du Pfeife. Was soll das, dass ihr auf mich schießt, ohne mir was zu sagen? Hab ich, wir haben doch gesagt. Ja, was, wann haben sie denn was gesagt? Wie sollen sie stehen bleiben oder wir schießen? Da, wo wir angehalten haben. Ich hab auch noch 1000 Mal gerufen. Ach, und Sie meinen, das kommt durch dieses dicke Blech vom LKW durch, dass Sie aus Ihrem Geländewagen rausrufen also, und dann dazwischen noch 2 Meter also Abstand ist und dann da durch. Die Frontscheiben, die scheinen nicht so dick zu sein. Ja, jetzt nicht mehr, nachdem Sie drauf geschossen haben. Millimeter. Was wollten die? Nee, aber 5 Live, versteck dich denn, die wollen mich ausrauben. Nee. Du hast noch nichts dabei, denke, also. Man hat das schon laut und die Kopf schon gerufen. Und jetzt bitte ich Sie einmal Ihre Hände über den Kopf. Oh fuck, hab gehupt. Hat man das gehört? Mit welchem Muskel geht das? Hast du gerade mal gehört? Nicht gut. Nein, hat man nicht. Mit dem Schiff wo bist du? Bist du am Stadion dran, richtig? Geht nicht. Ja, ich bin direkt vorm Stadion. Dann machen wir dann anders. Ich bin hinterm Stadion. Aua! Das hat wehgetan. Er hat mich niedergeschlagen. Ja, du hast kein Geld dabei, oder? Nee, hab ich nicht. Er nimmt mich fest, also er eskortiert mich. Ich nehme jetzt ihre kompletten Kommunikationsmittel ab, sie können niemanden erreichen und... Kommunikationsmittel sind abgenommen. Okay. Lol. Was? Meine Augen sind verbunden. Also man sieht jetzt nur so schwarz mit so weißen Flecken.
Sag dem Polizisten, dass sie schnell machen sollen. Ich wurde wieder niedergeschlagen. Keine Antwort. Ist das ein Heli? Sind das deine Freunde? Nein, ja. Ja, das ist ein Heli, der. Er fragt mich, ob das meine Freunde sind. Das sind Sanitäter. Was wollen Sie überhaupt von mir? Ihr Glas. Ich habe kein Glas. Wollen Sie mir den Schlüssel freiwillig geben von Ihrem... Ich habe keinen Schlüssel für den Truck. ...Wagen? Ein Glashändler... Ja. Wollen Sie mir den Schlüssel freiwillig geben oder soll ich ihn aufbrechen? Ich besitze keinen Schlüssel für den Truck. Ist denn der noch offen? Das funktioniert per Checkkarte. Ich muss sagen, das funktioniert per Fernsteuerung von der Zentrale aus. Sie sind von einem Lieferunternehmen. Sie können und den das Truck gerne aufbrechen. Sagt der Polizei, sie soll hinnehmen. Ja, ich krieg nicht mal eine Antwort. Polizei ist asozial. Wir haben 4 Polizisten, super. Was soll die Scheiße denn, Alter? Hast du ganz viel in deinem Inventar, so viel wie geht? Ja. Wenn ich noch was in meinem Inventar habe. Warum haben sie denn nur Glas dabei? Ist doch langweilig. Ist drin, fährt mit meinem Truck weg. Ich sehe euch ja. Oh. Fünf Polizisten. Schreib bitte nochmal der Polizei. Ich schreibe die ganze Zeit, Jürgen. Achso, okay. 2 bewaffnete Clowns Samak fahren jetzt Richtung Glashändler gleich. Haben es aber anscheinend noch nicht geschafft, den Truck zu knacken. Wann nehmen Sie mir denn endlich diese Augenbinde wieder ab? Ich sehe nichts. Gleich. Ich dachte, das magst du. Patrick, das ist nicht der richtige Augenblick für Scherze. So, also. Manni Manfred heißt der eine. Das ist über Polizei, ich sehe über die Polizei. Jetzt haben sie Sirene angemacht. Aber sie fahren nicht zu uns. Wie, die fahren nicht zu uns? Wir sind in andere Richtung gefahren, weitergefahren. Im Ernst? Ja. Anscheinend, ja. Die Hälfte von ihrem Gut können sie behalten. Ich werde sie jetzt gleich frei machen. Die Hälfte von meinen Sachen kann ich behalten. Wird sie dann eiskalt erschießen, also... Keine Dumme. Ich besitze keine Waffe, Mann! Wie oft noch? Kann ich nicht wissen? Ich hab's eben schon gesagt. Und außerdem können sie meinen Rucksack durchsuchen, wie sie wissen. Wenn sie mich schon Warum fragen sie dann so blöd? Aber vielleicht haben sie ja ein Messer drin und ich will mich nicht schneiden. So, viel Spaß noch. Ciao. Tschö. Rufen Sie am besten den THW an. Hier ist Ihr Handy wieder. Vielen Dank. Alter. Ich habe noch 26 Glas. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo du auch was sagen musst. Live. Ich? Ja, wer denn sonst? Ich schreibe die ganze Zeit der Polizei, aber ich habe keine Antwort. Wie inkompetent sind die? Ja, ich sehe sie an dir vorbeifahren. Fahren jetzt Richtung Glasverkäufer. Wo ist denn der Glasverkäufer? Sie haben mich, glaube ich, nicht gesehen, okay. Ich denke, ich sehe Polizei. Ich sehe richtig viel Polizei. Am Glaskauf, Ding? Hast du geschrieben, schwarze SUV? Ich schreibe nochmal. Schwarze SUV auf dem Weg zur Richtung Glasankauf.
Bist du das da? Ja. Warum fährst du mit deinem Truck? Weil der kaputt geschossen ist. Ach so. Meinst du, rauben wir es gleich aus, meinst du? Ist drin? Ja. Hast du geguckt, ob im Truck noch was war? Ja, 26 sind drin. Aber fahr mal hin, das ist eine gute Idee. Dann können wir das in deinen Truck noch mit reinpacken. Wird man gleich auf den TS sich da melden und würde die Polizei beschweren. Ja, bei 5 Polizisten. Aber die müssen nichts zurückschreiben. Und ich habe ja 2 Polizeiautos an der Straße vorne vorbeifahren sehen, in der Hauptstraße. Ja. Ja, können wir tatsächlich mal machen. Ist noch Platz bei dir drin? Bestimmt. Warum kann ich in dein Inventar reingreifen? Kannst du ja, weil aufgeschlossen ist. Wenn aufgeschlossen ist, kann jeder reingreifen. Ah, okay. Na gut. Kannst du aufmachen? Ist offen. Ich kann aber nicht einsteigen. Jetzt. Andere Seite, oder? Wir müssen dann irgendwie mal zur Tankstelle, dass ich mir einen Werkzeugkasten kaufen kann. Hier vorne ist ja eine. Und links ist auch eine. Bist du recht zur Tankstelle fahren? Ja, dann könnte ich meinen Truck. War das Helmut Willer? War das da? Nein, Manni Manfred oder so. Ja, Manni Manfred. Und der andere war maskiert. Wo ist die Tankstelle? Links. Weiter. Links? Ja. Ich bin aber nicht nach links, ich bin nach rechts. Achtung, Überfall an der Tankstelle. Rechts. An der rechten Tankstelle ist ein Überfall. Na toll, das ist, glaube ich, Polizei aber. Wo ist denn der Glasankauf? Lass die Polizei hören. Wir gehen direkt mal beschweren. Die wurden schon, glaube ich, festgenommen. Ja, aber das sind die nicht. Ja, aber andere. Direkt mal beschweren gehen hier. Hallo, ich rede nur mit der Polizei. Nicht mit Ihnen. Polizei, wir brauchen Hilfe, Wir wurden gerade ausgeraubt. Wir wurden von einem schwarzen SUV ausgeraubt, die haben jetzt unser Glas geklaut. Meine halbe Lagung. Ich habe ihn 5000 Mal geschrieben, aber ich habe keine Antwort gekriegt. Und sie sind direkt an uns vorbeigefahren. Wir sind gerade nur 5 Polizisten und manchmal ist das einfach ein bisschen viel, wenn 3, 4, 5 Aufrufe gleichzeitig kommen. Haben Sie keinen schwarzen SUV hier in der Nähe gesehen? Weil der, Glas, der Glasankauf ist. Wahrscheinlich jetzt. Der Glasankauf ist direkt. Sie können uns auch hinterher. Wir sollten nicht so lange schnacken, wir sollten jetzt schnell machen. Los. Große Officer, alle in die Auto. Nein, wollen die alle fahren? Ich hab keine Ahnung. Einfach hinterher fahren. Jörn, bist du drin? Ja, bin ich. Sie können uns hinterher fahren. Sind das alles Cops? Ja, nein. So, doch, müssten. Vielleicht undercover? Gibt's sowas? Nein, das sind nicht Cops. Die haben ganz auch gesagt, irgendwas im Wegen. Eine Kolonne machen wollen. Eine Kolonne heißt eigentlich. Hier ist ein Überfall, wir fahren einfach durch. Ja. Wenn ich die sehe, ne? Müssen wir rechts, ne? Nein, doch noch gar nicht. Ich glaube, wir sollen weiterfahren. Folgt dem mal. Ich will aber da hinten hin. Jo, Leute, da kann man Dings drauf laden? Hm, oder? Anscheinend. Jetzt hab ich wieder rausgetappt, Mann. Hey Jörn, wollen wir vielleicht abbiegen und zum Glas? Fahr mal hinterher, ich möchte wissen, was passiert. Glas können wir immer noch verkaufen, wir haben ja Zeit. Wir müssen ja mal ein bisschen Roleplay machen. Ne? Ich kann mit der Geschwindigkeit von denen nicht mithalten. Ja, wir werden die schon wiederfinden. Wie viel ist ein Glas überhaupt gerade wert? Keine Ahnung. 5000. Also sowieso nicht viel. Trotzdem, wie viel Glas haben die geklaut? Viel. Hälfte der Ladung. Aber haben 80 waren drin und 26 haben sie mir drin gelassen. Deswegen, guck mal, deswegen nehme ich mal so viel wie möglich ins Inventar eigentlich. Ja, hatte ich ja, die haben mein Inventar ja auch mitgenommen. Ah, shit, ja. Wir werden gleich geblitzt, glaube ich, ne? Ja. Jo, interessiert mich nicht. Fuck. Direkt mal von der Polizei gleich angezeigt. Weißt du, wo wir langfahren müssen? Geradeaus. Oh, nein.
Nee. Abbremsen. Parken dann auch mal hier so. Wir werden mit aussteigen, muss auskriegen. Ja. Hallo, Herr Polizist. Ich möchte mich wegen ein paar Sachen beschweren. Wir wurden von einem schwarzen SUV ausgeraubt. Unser Glas, mein Glas von meinem Bruder wurde geklaut. Ich bin Anwärter, ich komme nicht raus aus Körper, da tut mir leid. Trotzdem können Sie gucken, ob er vielleicht hält, der SUV, um Geld anzuzahlen hier. Ich habe nur irgendwas gehört von wegen Manfred, war der Vorname, glaube ich. Money. Irgendwie Money oder so, oder Manfred. Hier ist ein Cop. Hab ich gemacht. Hier sind überall Cops. Ich muss in unseren Akten gucken. Besser gesagt in unseren Computer. Ja, was ist denn? Machen Sie das? Da ist noch ein Cop oder nicht? Dann sind die Sie der Pascal Rupp, ist das richtig? Das Auto kann eigentlich abgeschleppt werden. Ein Auto wurde mir aus der Safe Zone. War der SUV so schwarz mit grünen Flecken? Also nein, schwarz-grau. Camo. Ah, der, den habe ich auch schon mal gesehen, ja. Haben Sie eine Farbe davon, Auto? Ist ein roter BMW, also die Limousine, die. Mach mir der Twix schreit die ganze Zeit. Okay, Move mal wieder hoch. Schlüssel für mich. Sehe ich gerade erst. Ich habe einen Schlüssel für Sie natürlich. War das Autofahren ist ein Auto, können Sie leiten? Fünf Polizisten, die können doch nicht 5 Polizisten bei 71 Spielern sein. So, hier und so, machen wir gleich meinen Ausweis. Soll sie mir annehmen. Oha. Das Ding ist irgendwo auf der anderen Seite der Insel. 12 Kilometer entfernt. Auch schon sehr an dessen, wie weit das beim Schlüssel steht, ist halt mal. Ja, das ist auch schon eine ganze Weile her. Das ist jetzt vielleicht nur eine halbe Stunde her, dass das Auto geändert wurde. Oh, Quillin. Mit bewaffneten Menschen drauf. Und Sie? Hallo. Ich habe jetzt kurz meinen Wagen neben ihm geparkt, Officer. Wir ermitteln ja zusammen, das geht hoffentlich. Sie sagten gerade, dass der Wagen geklaut wurde. Können Sie uns in etwa sagen, wo der Wagen steht? Dann würden wir uns da auf den Weg hin machen. Dann können wir hier mit den machen wir so. Klauten da hinfahren. Machen Sie es selber, alles klar. Ja, nee, ich kann Ihnen die Schlüssel... Wäre das für Sie recht, dass ich den Herrn die Schlüssel gebe? Sie helfen uns gerade so zur Zeit ein bisschen aus. So, dann gebe ich Ihnen auch mal die Schlüssel. Das... Gut. Jürgen, bist du noch da? Ja, ich stehe hier beim Kopf und warte darauf, dass er frei wird. Machen wir uns auf den Weg und dann kontaktieren wir Sie notfalls. Ich merke mir ganz kurz Ihren Namen. Gerne. So, ich kann Ihnen jetzt den Schlüssel geben. War das immer ganz kurz? Sie können dann dem Partner noch den Schlüssel geben. Ja, machen wir so. Pascal Rob heißt der gute Typ und wir holen jetzt. Das ist ein schwarzes SUV, Jürgen. Alles klar. Gut. Hä? Parkt hinten, der parkt hinten, der schwarze SUV, glaube ich. Gut. Dreht er gerade eine Runde. Wer steigt da aus? Ja, kein Problem. Nee, die stehen nicht, die fahren noch. Nee, das, ich glaube, das war ein Camo. Es sind zwei Männer, die bewaffnet sind. Sicher? Ja, ziemlich. Ja, Officer? Parken uns gerade ein, ja, oder? Ich wurde eben kurz vorm Glasankäufer von zwei bewaffneten Personen überfallen. Spanien gerade durch die Sperrgebiet. Ich komme ja länger nur vorbei. Mit einem von also mit einem schwarzen SUV waren sie unterwegs. Möglicherweise sind es die. Ist es der SUV, der hier gleich links abbiegt? Der direkt bei euch. Der hier gleich links abbiegt. Wo möglicherweise. Stopp, Sie bleiben mal im Stehen, der Herr im schwarzen SUV und aussteigen. Wem gehört der Wagen hier? Zeigen Sie ihn. Ich hab keine Ahnung. Hört Ihnen der Wagen? Nein. Wir gehen mal hin und schauen. Ja, ich bin da doch. Tut mir leid, ist es Ihr Wagen da? Können Sie den bitte einmal wegfahren?
Die Stimme hört sich so an. Weil wir hier nicht ausparken, ob wir... Moin, Herr THW, Herr THW-Beamter, können Sie ganz kurz den SUV wieder abschleppen? Der behindert uns an unserer Arbeit. Danke sehr. Was für ein Herrn? Den Herrn mit der roten Cappy. Nee, mich? Karl. Mein Name ist Karl. Ganz stark, dass hier irgendjemand von Ihnen ausgeraubt hat. Ihre Stimme hört sich aber ziemlich ähnlich an. Ich habe ein gutes Stimmgedächtnis. Bruder, weißt du noch, was für eine Waffe er hatte? Weißt du, was für eine Waffe er hatte? Haben Sie davon vielleicht möglicherweise eine Webaufnahme? Ja. Ah, GoPro. Wir laufen immer mit unseren GoPros rum. Könnten Sie dann nochmal genauer nachgucken, ob das der Herr mit dem Kopftuch und so war? Ansonsten würden wir das natürlich als Beweismaterial nehmen und den jetzt gleich erstmal mit zur Wache nehmen. Ja, geben Sie mir einen kleinen Augenblick. Ich muss kurz zu meinem Laptop gehen. Ja. Also Sie wollen mich doch gerade echt verarschen. Wieso? Ja, warum? Wo ist denn dein Truck geparkt? Hinten am LKW-Parkplatz. Halt mich mal kurz auf dem Laufenden. Der beschwert sich gerade, dass er angehalten wird, sofort wenn er reinfährt. So, Leute, ich beende kurz die Aufnahme, um die Stimme nachzuprüfen.